Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Solo-Russ Abenteuer. Heute spiele ich mal auf einem Solo-Server. Ich hatte mal Bock, ein bisschen Solo zu zocken. Und das Ganze ist diesmal auch nicht im Stream. Ich spiele diesmal off-Stream, weil ich mal ein bisschen ruhiger, entspannter einen kleinen Vibe spielen wollte. Und ich glaube, das wird ganz cool. Also mein Ziel ist es, direkt hier rüber zu Outpost zu laufen. Hier irgendwo eine Base hinzubauen. Ja, und dann mal gucken, wie es wird, ne? Das sieht sehr gut aus. Ich habe direkt vorher Blueprints gefarmt. Und ihr seht schon, hier auf dem Server ist es so, hier spawnen manchmal Minikopter am Rand. Das ist wie das alte Rust, deswegen nicht wundern. Ich könnte auch eigentlich direkt einen Move machen. Am besten ein Schwein töten oder so und dann direkt mit dem Mini fliegen, ne? Penner. Dann in die Fresse. Ich bin in die Fresse hier. Du sollst einen Abflug machen, du dumme Sau. Ich habe eigentlich die Nakeds laufen direkt hier rein, anscheinend, aber nicht. Kommt mir jetzt sehr zugute. Vielleicht kriege ich sogar eine Green Card hier, das wäre natürlich mega. Die unsichtbare Green Card, man kennt sie. Hello, Motherfucker. Thank you, man. Thank you. Sehr gut, ich habe seinen Kopf bekommen. Heißt, wir haben jetzt ein Knochenmesser. Nice. Wichtig und richtig. Da ist es doch. Moin, mein Ehrenbruder. Moin, Meister. Digga, ich dachte schon, das Ding schießt nicht mehr. Ja, mit dem Fuel. Wie jetzt sich damit komme ich wahrscheinlich ein gutes Stück. Wenn ich Vollgas gebe, passt das. Let's go, Motherfucker. Okay, dann gib mal Gas hier. Ich muss auf die Anzeige gucken, das Ding geht ja schon relativ schnell leer. Da ist er schon. Der Ödbus. Da, 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 da. Oha, perfekt. Und leer. Erstmal hier hin. Weapon, Weapon. Ja, Crossbow auf jeden Fall. Ich will den hier. Ich möchte ja dahin, da hoch. Wäre schon geil. Da oben drauf so eine kleine Tower Base. Ich habe nämlich ein neues Base Design für mich entwickelt. Das ziemlich geil ist. Ich halt nur hier irgendwie an Stein und so weiter kommen. Jo, perfekt. Der braucht hier unten eine scheiß Base. Schade. Alter, der
ich fall einfach runter. Alter, hab ich mich erschreckt. Jetzt muss ich aber schnell zum Outpost. Holy shit. Puh, okay, nochmal zurück, heilen. Holz traden und dann wird eine Base gebaut. Boah, ich könnte was machen. Ich glaube, das mache ich auch. Gab's hier nicht... Ja, stimmt, hier gab's doch hier die Dinger. Dann recycle ich noch die Rohre und die Rauchgranaten. Dann habe ich Schwarzpulver und dann kann ich Muni craften. Ah, kann ich den Blueprint überhaupt für die Munition? Ja, okay, gut, alles cool. Dann hätte ich nämlich nochmal ein bisschen mehr Sicherheit. Rein damit... Rein in die gute Stube da. Munition. Ja, damit. Nochmal 2000. Ja. Perfekt. Bin. Nee, ich verstecke mich im Wald. Das finde ich geiler. Denkt ihr euch vielleicht, what the fuck, was baut der Typ da? Eine extrem coole Base. Jo. Super. Dachte, oh, ist das sogar nice geplaced. Ich dachte schon, ich finde das gar nicht mehr. Okay, ich habe noch zu wenig Platz für die große Kiste. Ich komme nicht mehr raus. Dann baue ich erst eine kleine. pack die große noch rein. Und wir gucken mal nach dem Drop, der jetzt kommt. Okay, der ist schon. Über alle Berge. Wir haben ja sogar unsere Lampe dabei. Perfekt. Habt ihr gewusst, dass mittlerweile der Helm 20 Schutz hat? Hier. Seht ihr? Das Bandana hat 5 und der Helm 20. Die machen jetzt sogar Sinn, die anzuziehen. Niemals im Leben wirst du entkommen, du Sau. Das kann nicht sein. Fuck. Der muss mega wenig gehabt haben. Scheiße. Wieso hat der erste Schuss nicht getroffen? Das verstehe ich nicht. Endlich eine Hose. Mhm, endlich. I need the high ground. Und diesen Typen. Och, Mann! Ist doch Quatsch. Da war er der erste Tod für den Wipe. Zum Glück hatte ich meine Materialien vorher gedroppt, also bin ich zurückgelaufen, hab die eingesammelt und meine Base noch was upgegradet. Da war er. Digga, hab ich mich erschreckt.
Das Problem war, ich war zu nah an Outposts, konnte also in die Richtung nicht mehr erweitern. Da ich aber eine spezielle Art von Bunker bauen wollte, musste ich in eine genaue Richtung bauen. Konnte das dort aber nicht machen, hatte aber den Rest der Base schon auf Stein abgegradet, musste also meinen TC neu platzieren und eine Steinwand weghacken. Die restlichen 10 HP vom TC habe ich dann mit der Machete weggemacht und habe den TC dann eine Foundation weiter platziert. Jetzt muss ich noch die Steinwand wegmachen, dafür habe ich dann 7000 Holz beim Outpost getradet und habe daraus genau 23 Speere gemacht, um eine Steinwand zu zerstören. Oh. We are free, motherfuckers! Geklappt. 30. 11. Ja, es hat geklappt. Wir sind bei Stabilität 11%. Wenn ich jetzt hier das Ding hinsetze, jetzt ist es auf 31. Ist unglaublich. Dann mache ich das zu und das zu. Perfekt. Drop mir was, ich war so artig, du Hundesohn. Mega. Perfekt, Mann. Super. Das kann hier weg. So, jetzt müssen wir mal hier richtig sortieren, wie das eigentlich hinkommen sollte. Ja, damit. Ja, damit. Ja, klar, jetzt ist das Lagerfeuer natürlich komplett im Weg hier. Ja, super notgeil hier. Oh, what are you doing, mate? I have to destroy my little campfire. It was in the way. Okay. Super. Dann kommt das Ding hier hin. Perfekt. Kommt hier easy durch. Easy geplaced. Und da wird schon geradet. Nice. Nach so viel Basebauen wollte ich endlich mal wieder rausgehen und ein paar Leute umbringen, um mal gucken, was sich in meiner Nachbarschaft so alles verändert hat. Nee, Digga, was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiße? Wurde ich jetzt ernsthaft getrappt? Let's try a little trick, my friend. Ja, es glaube ich funktioniert sogar. Da, da, da. Du, 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 du. Einfach mal eben looten. Kein Problem. Geiler Trick, ne?
Der funktioniert so, ihr guckt also an die Decke nach oben mit dem Rücken zur Tür, wo ihr raus wollt. Drückt dann F1 Kill, wenn ihr nach oben guckt und dann droppt euer Kopf automatisch durch die Tür hinter euch und dann könnt ihr den looten. Das war also das letzte Mal, dass du getrappt wurdest. Gerne dafür ein Abo dalassen. Kuss. Sauer. Ja. Oh yes, baby. We got it. Perfect. 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 Da kommt immer der Erste hin. Wenn jemand runterkommt, wäre es super. Würde mich echt freuen, sag ich sie so, wie es ist. Ja, perfekt. So krieg ich's. Werde ich voll. Nur noch was essen. Alter, was hat er für coole Skins, Junge? Ja, richtig reingesweatet. Sieht cool aus. Malermeister ist er, oder was? Vom Beruf. Passt zur Unterhose auf jeden Fall. Eigentlich müsste ich nur so rumrennen. Das würde optisch passen eigentlich, oder? Aber ich muss hier was anderes machen. Mir gefallen die Skins jetzt auch so gut wieder nicht. Wieso ich mir hier eben. Und rein mit den Skins. Kurz. Kurz. Apropos Skins. Jeden Montag gibt es bei mir im Stream ein Ruskin zu gewinnen aus dem aktuellen Shop. Einfach easy in den Stream reinkommen, einfach hier oben draufklicken, jeden Montag live ab 18 Uhr und genau dasselbe am Dienstag. Badass, motherfucker. Kann der auch mal droppen, der Typ? Da hinten hat er gedroppt. Leck mich am Arsch. Ich muss darüber. Sieht eigentlich ganz gut aus, weil die Stelle ist sehr verdeckt vom Berg. Allerhöchstens da hat das jemand sehen können und rechts davon. Halt hier oben auf dem Berg, klar. Oh, baby. We got the... Wie heißt es nochmal? Prototyp? Mann, wie ich. Okay, sicher zu Hause angekommen. Perfekt. Oh mein Gott, you can talk to me. I'm actually down. Thank you, man. Thank you. Tja! Oh my god, what is going on with this guy? Oh no. Die BPs hatte ich für eine T2-Waffe. Ich hatte nur keine T2-Werkbank, deshalb habe ich mich dazu entschlossen, runter in ein Lebkuchenhaus zu gehen, um dort nochmal ein paar Components für Schrott zu farmen. War gerade wer? Deswegen hat es so rot geleuchtet. Dass hier kein Campen jetzt.
mega smart, was ich ganz vergessen hatte. Direkt gegenüber vom Hexenhäuschen war der Outpost. Ich hatte noch 3 Sekunden ein rotes Fadenkreuz am Bildschirm. Heißt, ich war als feindlich eingestuft und der Outpost hat mich natürlich direkt weggeballert. Außerhalb der Safe Zone. Komm schon, 1 Minute gönnen. Dumm wie das war, das hätte ich nicht verdient, ehrlich. Ich kann ja wissen, was das Ding bringt. Wow. Teddy kommt, mal hier so hin, so. So, bam. Bam! Da ist das Ding. Dann kann ich jetzt auch hier mal ein paar Upgrades machen und da die Tür vorne einsetzen. Ich wollte gleich eine längere Pause machen, wollte meine Base vorher aber noch ein gutes Stück upgraden. Dafür musste ich aber erstmal einen ziemlich großen Farmrun machen und habe auch noch ein bisschen Holz am Outpost getradet. So, einmal kurz 3000 Stein getauscht. Und nicht mit mir, Digga. Tschüss. Bam, alles gar nicht kommt. Sehr schön. Dann können wir mit der zweiten Etage jetzt mal langsam anfangen. Weil erstmal werden jetzt noch ein paar Öfen gemacht. Sauber. So muss es. Der Lachs muss brennen. Und ich stelle dann mal ein paar Waterpipes ein. Und die Schüsse dazu. Die hierfür. Auch ein Schrott für eine Werkbank. 2. Ey, die Schrott T. 50. Die hierfür. 5 Scrap. So, dann grade ich mal das Dach schon mal ab hier. Das Geile an der Base ist, wenn ich hier alles aus Haku mache, den inneren Kern. Erstens ist es ja ein Bunker. Die müssen durch Haku. Und draußen, von außen sieht man nichts. Es gibt keine Foundation, die rausguckt oder so. Das ist halt das Geile in dem Bunker, weshalb ich nur noch den hier benutze. Wenn ihr mal ein Base-Tutorial von der Base zu auf meinem YouTube-Kanal sehen wollt, gerne einfach mal in die Kommentare schreiben. So, meine Freundin hat ein bisschen Essen gemacht. Deshalb werde ich jetzt mal ein Ründchen essen gehen. Und gucken, ob ich geradet werde. Ich hoffe ja nicht. Aber nochmal hier und das auch noch. Okay. Ich würde mal sagen, rein in die Pause. So, ich glaube, hier ist alles soweit durch. Ich habe vorhin schon rausgeholt. Sehr gut. Machen wir mal das Ding auf hier, ne? Haben wir was verkauft? Ah, will keiner kaufen. Scheiße. Ich habe 1 Stunde Pause gemacht und meine Base stand noch. Mein nächstes Ziel war es jetzt, eine neue Etage auf meine Base zu bauen und eine Blue und Red Card zu farmen. Oh,
Oh, Meister, Kuss geht raus. Damit können wir direkt ein Level abgehen hier. Direkt in die nächste Etage über. Scheiß auf, wir machen das so. So. Das so. Komm, wir machen auch ein Fenster rein. Da kommt noch eine Dachluke rein. Ja, was ist das hier für ein Sweet Spot? Und wieder weg. Mission erledigt. Halt immer das Gute, wenn man so ganz früh morgens losgeht, wo es noch wirklich stockdust ist, aber kurz vor dem Hellwerden, die meisten machen sich erst ready, wenn es wirklich hell wird. Und dann bist du schon wieder auf dem Rückweg. Digga, wo ist der Kollege hin? Übel scheiße mit Schalldämpfer, what the fuck? Okay, das war's mit dem Kollegen. Super unlucky für den. Mir fehlte nicht mehr viel Scrap wie eine Werkbank 2, also bin ich zur verlassenen Militärbasis in der Wüste gegangen. Sieht super ungelootet aus, das ist geil. Aber erstmal gehe ich hier hinten bei dem Häuschen abchecken. Wenn das Pferd davor steht, dann könnte da wer drinne sein. Ja, da ist wer drinne. Wieso, das ist natürlich ein Traum. Reiten mal wieder nach Hause. Ich wäre reingegangen, wenn das nicht rot geblinkt hätte. Aber wenn das rot blinkt, heißt das, da ist jemand vor. Oh yeah. So, hier. Okay. Ja, das sieht ja schon besser aus hier. Und jetzt geht's endlich. Oh. Tschö. Mach's gut. Korrekt. Da hat jemand was gekobt bei mir. Eine Scientist oder was? Ich glaube, hier hat echt jemand geklärt.
I want to hear it, man. I want to hear it. Thank you. Say thank you. You have to say thank you. Thank you. Yeah, you're so friendly. You get this. Old Spice. You're fucking nice. Oh my god. What the fuck, man? Okay, here, take this. And take this, because you're so friendly. You are amazing, no, Old Spice. No, man. You're so man, so nice. Take this. Bye, man. Have a great time. Hello. Hello, motherfucker. Hello, guys. What? Hello, motherfucker. Stop shit to my friend. I'm not motherfucker. You're motherfucker. Yes, yes, because I fuck your mother. Don't talk shit to my friend. Here, take it. Alter, der hat mir einfach 15 HP gegeben. Das ist natürlich Ehre. Okay, wir könnten die T2, glaube ich, jetzt bauen. Wenn mich nicht alles täuscht. Immer da ist er. Ja, also bauen. Perfekt. Licht an. Alter Schwede, zu gut. Die Base ist einfach meine Lieblings-Base aller Zeiten. Jetzt gib mir mal die Barrikaden hier, wie die Scheiße heißt. 5 Stück. Ah, sau. Ich glaube, ich nehme mal die. Oder das. Digga, ich kann sogar 2. Geil. Leuchtet so maximal dieses Garage Door. Wie das auch alles im Grund ist. Und das hat auch das Geile an der Base. Ihr könnt die halt so hin, den Bunker dahin bauen, wo ihr wollt. Ist scheißegal. Die werden eh erstmal eine Runde gucken gehen. Dann wissen die ja erstmal nicht, wo sollen wir hin? Da oder da? Wenn die machen eh eine von den Garage Toren, machen die auf. Die gehen nämlich nicht davon aus, dass das hier ein Bunker ist. Boah, geil. So, hier kommen dann immer ein paar Kisten hin. Mal kommt hier noch eine Computerstation hin. Aber die habe ich natürlich jetzt nicht. Sollte ich eine finden, kommt die natürlich auch noch hier rein. Und dann kann man hier übelst nice oben drauf glitschen und auch von oben runter gucken. Kommt dann immer hier so oben rauf. So zack. Um, kann von hier oben reingucken. Der Tag neigte sich dem Ende. Ich wurde langsam müde. Ich wollte jedoch noch den Bunker komplett aus HQ machen. Und dafür brauchte ich HQ. Also bin ich losgegangen und wollte nochmal Lebkuchenhäuschen und verlassene Militärbasis machen. Digga, wie viel halten die aus? Fünf Schüsse, holy shit. Mega viele Leben. Stehen bleiben. Jetzt in Polizei. Schade, ich dachte, ich krieg das besser hin. Boah, hier verliebt man aber schon gut Muni, ne? Also. Darf man echt nicht unterschätzen. Ja, man kriegt hier aber auch echt gut Components. Das ist echt heftig. Guck mal, was richtig Tolles hier. Boah, nice. Oh, du scheiß Hund. Oh, 150 Logwit. Die haben noch gefehlt. Nice. So geil. Boah. Alter. Was ist das für ein Riesending? Ich habe keine Muni mehr. 14 Schuss, die muss ich behalten. Mach dich weg. Mach dich ab, du Hund. Mach dich ab! Digga, wie fällt der aus? Richtig tanky, Junge. I'm friendly. Rein mit dem Zeug. Nehm ich doch gern mit. Gucken, ob wir nochmal was Geiles kriegen. Boah, Alter, was ein Lack.
Alter, ist das ein Glück jetzt gewesen. Alter, wir haben alles akku, bis auf den Foundation. Oh ja, sogar super easy. Okay, machen wir so. Nicht Spritze. Super Insane wichtig. Damit. Okay, wir sind komplett HQ. Und so kann ich auf jeden Fall erstmal beruhigt schlafen. Und dann kann ich eigentlich hier das Licht ausmachen. Good morning. Man hört's, ich bin gerade jetzt aufgestanden. Oh, wir haben sogar Pumps verkauft. Geil. So, juhu. Jetzt geht's los. Ich würde sagen, da auf Ulrich die Saar sehr angenehm ist, um die Scientist zu machen, werde ich die jetzt lernen. Und dann werden wir auch direkt eine Red Card uns holen. Bevor ich mich aufmachen wollte, ein paar größere Monumente zu machen für eine Red Card, hatte ich aber eine kleine Auseinandersetzung mit einem Nachbar. Digga, what the fuck? So nicht, mein Freund. $600. Chillig. Ich lass mir nicht einfach meine Knarre klauen. Ich bin ja nicht verrückt, du. Yeah, baby. Meine Base war ready, jetzt wollte ich einen Kartenrun machen. Ich wollte direkt bei Parabolantennen starten, dort eine Blue Card holen und mit der Blue Card direkt rüber weiter und eine Red Card holen. Oh, da schießt jemand mit einer P2 und einem Revolver. So, Klärwerk markieren.
Richtig und wichtig nenne ich sowas. Muss die Sicherung noch schnell rein. Das reicht mir aber jetzt. Digga, was ist er denn für ein Penner? Ach Digga, was war denn das jetzt für ein Pech? Der hat doch noch gerade geschossen. Er ist so ein Wichser. Okay, ich weiß, irgendwie so erwohnt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, auf den letzten Metern vor der Base noch umgebracht zu werden. Aber egal, ich bin wieder zurückgelaufen und habe versucht, mir eine neue Red Card zu besorgen. Let's get another Red Card. Ach, geht doch. Nehme ich gerne. Mein nächstes Ziel war es jetzt, einen Minicopter zu bekommen. Ich konnte zwar auch ein Boot nehmen, um ans Ulrik oder so zu kommen. Mit dem Minicopter ist es nochmal wesentlich cooler. Also bin ich die ganze Map abgerannt, nur um einen Mini zu finden. Hello, Mister. How are you doing? Biscal Barça, bro. Chakamaktu, Milimiktuktu. Hello, man. You dumb ass. Stop it. Stupido, stupido. Ich bin fast die gesamte Map abgelaufen, aber ich habe keinen Mini gefunden. Also bin ich erstmal zurück zur Base und habe beschlossen, meine Base zu sichern und einen Compound um meine Base zu bauen. So, es wird Zeit, mal einen kleinen Compound zu bauen. Ich denke, ich muss den Eingang dann wirklich hier irgendwo hin machen. Vollidiot. Ja.
traden wir mal alles. Ausverkauft, ich glaub's ja nicht. Finished. Okay, back to base. So. So müsste es passen. Bam. Brauchen natürlich hier noch Barrikaden drauf, ne? Das wäre ganz wichtig eigentlich. What is this? Thank you, Jack. You're so friendly. You take it. Das letzte, was von meiner Base jetzt noch fehlte, waren die Metallbarrikaden. Für die brauchte ich aber Metallklingen und ich hatte gar keine mehr. Also bin ich losgezogen, um zu farmen und habe dabei auch den Bag mit der SMG gefunden. Metallklingen hatte ich aber immer noch nicht gefunden, also bin ich bei meinem Thompson-Kit gespawnt und habe versucht, dort noch welche zu bekommen. Mega. Die Base war fertig und sicher. Das einzige, was mir jetzt noch fehlte, waren Minicopter. Ich wollte nämlich Big Oil machen oder Cargo und mit dem Boot fand ich es ein bisschen langweilig. Deshalb habe ich mich erneut auf den Weg gemacht, einen Mini zu finden. Er hat einen verdammten Mini. Den will ich. Bei dem Typen hier hatte ich keine Chance. Der hat die ganze Zeit geroofcampt und niemanden in die Nähe gelassen von seinem Mini. Deshalb bin ich zurückgelaufen zu meiner Base und habe dann gesehen, dass mein Nachbar ein Mini auf dem Dach hatte und habe mich dann dahingestellt und geguckt, ob ich irgendwie an den rankomme. So sollte das funktionieren. Da ich an dem Tag nicht so viel Zeit hatte, bin ich offline gegangen. Ich habe den Minicopter aber noch mit den Flammenwerfern geschützt und gehofft, dass der dann am nächsten Morgen immer noch da stehen würde. Irgendwas ist gerade auf meinem Dach explodiert. Glaube ich zumindest. Ich habe echt keine Ahnung, was mit dem Helikopter passiert ist. Keiner kann den nehmen, die wären alle verbrannt worden. Anscheinend ist er einfach weggebackt oder explodiert. Deshalb habe ich einfach ein Boot genommen und bin dann damit zu Cargo gefahren. Okay, scheiß drauf, hier ist ein Boot, hier ist Cargo. Mission Cargo startet. Mission Oryk ist abgesagt. Wir haben keinen Minicopter. Munition haben wir auch genug. Brennstoff sowieso viel zu viel, aber egal.
ist gerade hier rechts von uns. Ich kann das auf jeden Fall noch schaffen. Genug. Okay, da ist schon mal ein Boot. Das ist auf jeden Fall schon wieder drauf. Noch ein Boot. Oh je, Mine. Das ist sogar noch an. Und noch ein Boot. Ach du Scheiße. Okay. Ich fahr aber links ran. Rechts gucken die meisten immer, weil da Land ist. Mit diesem wunderschönen Bild will ich einfach mal sagen, war es das für das Video. Ich wollte mich einfach nur nochmal bei allen für den ganzen Support dieses ganze Jahr über bedanken. Das nächste Jahr wird noch geiler, also wenn es euch gefallen hat, es wird sehr, 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 sehr viel kommen. Neue Projekte werden starten, also gerne einmal ein Abo da lassen und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und wir sehen uns Montag und Dienstag ab 18 Uhr auf Twitch oder sonntags ab 16 Uhr im neuen Video hier auf YouTube. Tschüss, haut rein, Kuss geht raus. Thank you.